Wie ist es zu, bei dir gekommen, dass du Meinl eigentlich? Also ich kam über einen guten Freund zu Meinl, der auch schon sehr lange bei Meinl ist, über den Herrn Erchinger. Mhm. Und ich habe es heute wieder gemerkt, also für mich ist es ungelogen Schlaraffenland. Also ich muss mir hier echt so ein paar Scheuklappen aufsetzen, und weil da unten in der Beckenstraße zu stehen, ist einfach so, alles klar, gib mir 3 Tage und ich bin wahrscheinlich noch nicht fertig. Aber das ist ja, dadurch, dass ich die Möglichkeit hatte, hier unten in der Beckenstraße zu stehen und mir zusammenzustellen, was ich wollte, habe ich einen Traum erreicht, und das war die Hyatt, die ich mir mal zusammengestellt habe. Die eigentlich keine Hyatt ist, aber... Das ist die berühmte Räucherspeck-Hyatt. Genau, genau. Die gibt es auch schon zu sehen im ersten Video mit Christian Winne, auch auf meinesymbols.de. Was ist da, abgesehen davon, erstens so besonders, und zweitens, warum ist das dann dein Lieblingsbecken? Oder ist es dein Lieblingsbecken? Es ist absolut mein komplettes Lieblingsbecken. Ich habe auch nie so, also nicht deswegen, das ist nicht der Grund dafür, aber ich habe noch nie für weder eine Trommel oder ein Becken so viele, jetzt gar nicht, muss gar nicht als Kompliment gedacht sein, sondern es kommen wirklich Leute auf mich zu. Egal ob Drummer, ob Gitarristen, Bassisten oder Keyboarder oder Sänger, und drehen sich um und merken so, wow, irgendwas ist mit deiner Hyatt. Und die ist einfach, er ist auch nachgezogen. Also für mich war das einfach, ich war angenervt von zickigen kleinen Hyatts. Also so, ich brauche so ein gewisses Rauchen da drin. Und deswegen kam das ja auch zu den Geräuschen irgendwie. Die klingt speziell und sie klingt sehr vintage. Das ist eine 16er. Und also das 16er ist ein Wäscher, aber die ist ja, das sind halt zwei sehr dünne Crashbecken. Aus der Byzant-Serie, aus der Jazz-Serie da. Mhm. Und das ist ein 16 Thin Crash und ein 16 Medium Thin Crash. Das Medium Thin ist unten, das Thin ist oben. Da kann es auch schon mal passieren, dass ich spiele jetzt mit Wallace zusammen ein Schlagzeug-Solo, mhm, und dann stehe ich irgendwann auf, und dann stand ich auf der Hyatt, und da das Becken oben, also ich stand da dann so auf der Hyatt, und das Becken ist halt so dünn, hat sich dann komplett nach oben durchgebogen, und ich habe erst einen Schreck gekriegt, habe es aber dann wieder nach oben gebogen, alles cool, und die Hyatt gibt es immer noch. Ja, aber es ist echt so, ich war noch nie mit einem Becken so glücklich wie mit dem Teil. Gibt es auch ein Exemplar bei dir, was besonders heraussticht? Naja, die Schinken-Räucher-Hyatt natürlich. Es ist schwer zu sagen, weil es ja alles irgendwie, ich mag das 20er extra... Thin Overhammered Trash oder dieses Hammered? Thin Hammered, ja. Thin Hammered Trash, das ist super. Und jetzt bin ich total angetan von diesen Vintage Crashes. Mhm. Das ist ja total toll, weil die sind, ich mag große Becken, aber wenn sie schön dünn sind, also nicht so viel Platz einnehmen, mhm, und schnell wieder weg sind. Und klingen schön bunt. Mhm. Ich mag das gerne. Mhm. Ja, letzte Frage zu den generellen Fragen. Das ultimative Ziel als Musiker, persönlich, für jeden. In 60 Jahren wieder hier zu sitzen und zu sagen, ey, ich bin immer noch unterwegs. Okay. Bei dir? Dass es eigentlich genauso weiterläuft, wie es jetzt gerade läuft. Das klingt doch verdammt gut. Ja. Okay. Dann haben wir noch 2 Fragen, die auf Facebook gepostet wurden, und da fragt eine Tina Dija Stöckl den Thomas, was war deine Motivation, Profi-Schlagzeuger zu werden? Ich konnte mir eigentlich nichts anderes vorstellen. Also ich wollte Schlagzeug spielen und wollte den Weg einfach ausprobieren und gehen und in Band spielen und viel unterwegs sein, und dann habe ich mich einfach entschieden und bin ich losgegangen. Und so mache ich das heute auch noch. Okay. Weil im speziellen Moment gab es da eigentlich nicht, dass ich mir jetzt gedacht habe, okay, hey, wie komme ich jetzt am besten an die geilen Becken ran oder so, ich muss jetzt unbedingt Profi-Schlagzeuger werden. Ich glaube, es war einfach so drin, und dann, wenn man sich entscheiden muss, was mache ich jetzt nach der Schule, dann habe ich mich entschieden, Schlagzeuger zu werden. Ich gebe die Frage auch gern Christian nochmal weiter. Ja, ich wollte es schon ganz früh, ohne überhaupt zu wissen, was es überhaupt heißt. Mhm. Weil das ist so, klar wusste ich mit 16, ich möchte nur Schlagzeug spielen, aber ich hatte keine Ahnung, was es überhaupt heißt. Also das hat sich so dann, also es war eh so ein fließender Übergang. Du bist ja nicht ab dem 1. Januar
Ja. Von mir aus 1998 bist du ab diesem Jahr bist du Profi-Schlagzeuger oder irgendwas, sondern das ist so schleichend und irgendwann merkst du dann auf einmal, alles klar, das ist jetzt, ich mach's professionell, weil ich mach nichts anderes und kann davon leben und also das, es war so automatisch. Also irgendwie, andere mussten irgendwie in meiner Umgebung oder so nach dem Abi war das große Gesuche da. Und ich musste nicht suchen. Das war sowas von klar. Deswegen, ob es funktioniert, war damals noch überhaupt nicht klar. Deswegen, Power Leute. Okay. Gut, dann letzte Frage, auch an beide, von einem Alex Sippel gestellt. Wie viel Mitspracherecht hat man denn so als gebuchter Musiker bei der Songgestaltung? Kann man sich und seinen Stil da kreativ einbringen? Oder wird von einem eher erwartet, den Vorstellungen anderer möglichst nahe zu kommen? Kommt ja immer darauf an, wo man und mit wem man spielt. Bei meiner eigenen Band und bei Must Shake, da bin ich natürlich der Oberchef und entscheide selber, wie was sein soll. Natürlich auch immer in Absprache mit den anderen. Bei Roman zum Beispiel versuche ich schon so klar und deutlich wie möglich an der Platte dran zu bleiben, erstmal. Ich würde niemals alleine entscheiden, so mache ich das jetzt und so ziehe ich das jetzt durch, sondern das ist ja auch immer eine musikalische Entscheidung mit der Band, was passt für die Band. Wenn ich jetzt zum Beispiel nicht in einem, weiß nicht, in einem akustischen Singer-Songwriter-Kontext meine 24er Medium-Crashes rausholen und die ganze Zeit die Dinger bearbeiten, weil ich das so geil finde, sondern immer Entscheidungen treffen, die halt fürs Gesamte gut sind. Und Ich würde auch sagen, das kommt extrem auf das Umfeld an, das welches dich bucht. Also manchmal wirst du ja genau aus dem Grund gebucht, weil du so spielst, wie du spielst. Mhm. Also das ist so, wenn ich jetzt zum Beispiel auch auf die Zusammenarbeit mit Wallace Bird beziehe, da habe ich riesige Freiheiten. Also da kann ich ganz viel selbst entscheiden, habe aber wiederum den großen Vorteil, dass Wallace wahnsinnig gute Ideen hat für Schlagzeug. Mhm. Wobei das oft so ist, dass Nicht-Schlagzeuger die besseren Ideen für Schlagzeugbooks oder für Songs an sich, muss es gar nicht so dieses Klischee, Schlagzeuger können keine Songs schreiben, das stimmt nicht. Aber Schlagzeuger denken manchmal sehr in Schlagzeugformaten. Es muss nicht alles immer halt Snare Bass Drum basiert sein. Und bei einem anderen Projekt, was ich gerade am Start habe, da heißt Jima, ein Sänger, wo nur gebuchte Musiker praktisch zu einer Band zusammengestellt werden, was aber total gut klappt. Und da habe ich strenge Vorgaben, kann aber diese Vorgaben in meinem Style umsetzen. Also ist es immer so ein Mischmasch. Ich habe noch nie wirklich nur bedient. Haargenauso, wie es da steht. Also, was auch Spaß machen kann. Also ich finde, du musst immer das Positive rausziehen von dem, was ein Job gerade bietet. Okay. Ja. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch beiden für das Interview. Gerne. Schön, dass ihr da wart. Und vielleicht sieht man sich bald mal wieder zum nächsten Interview. Alles klar. Dankeschön. Ciao. Tschüss.